schönen Dank, Herr Albersmeiner. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen mal die Bodenkarte von NRW mitgebracht und die meisten Mais-Stangenbohnen-Gemische werden im Bereich der Münsterländer Tieflandsbucht auf eher leichteren Sandstandorten angebaut. Wenn man sich jetzt überlegt, wie das Unkrautmanagement funktionieren kann, dann habe ich da sehr unterschiedliche Bilder von unterschiedlichen Standorten vor Augen. Ganz links ist so ein Standort, wo Mais zu 30% in der Fruchtfolge steht, wo wenig Unkraut über die Jahre zugelassen worden ist und wo wir hier mit einer Vorauflaufanwendung den Mais und die Stangenbohnen bis zum Ende sauber gehalten haben. Und das andere Extrem sehen Sie auf der rechten Seite. Das sind oft anmoorige Standorte, wo Mais früher zu 100% in der Fruchtfolge stand und wo auch ohne Stangenbohnen eine Unkrautbekämpfung nicht mehr möglich ist. Und dann gibt es Zwischendinge und Unkräuter, die Probleme machen können, grundsätzlich, aber auch im Mischanbau. Das ist zum Beispiel der Storchschnabel. Im letzten Jahr hatten wir zwei Fälle, wo Landwirte Mais Stangenbohnen angebaut haben und die am Ende nicht in die tierische Verwertung gegangen sind, weil der Besatz mit Stechapfel zu groß war. Stechapfel ist ein relativ neues Unkraut, was sich zeichnet. Diese Früchte kennen Sie vielleicht, die sehen aus wie Kastanien, sind ein bisschen größer, da sind die Samen drin, die 3-4 mm groß sind, über Jahrzehnte im Boden verbleiben können. Der Stechapfel keimt, wenn er dann bei höheren Temperaturen aufläuft, sehr schnell. Und Sie sehen hier, der keimt auch aus 3-5 cm Tiefe. Das bedeutet für Bodenherbizide, dass Sie da an diesen Keimlink, wenn er dann empfindlich ist und keimt, nicht rankommen. Und wenn es dann in der Auflauf-Durchstoßphase nicht ausreichend feucht ist, dann wirken also zum Beispiel Stomp Aqua oder Spektrum nicht ausreichend. Im weiteren Verlauf kann das dann so aussehen: Einzeln stehende Pflanzen werden im Wuchs sehr breit. Sie sind sehr trockentolerant. Und das ist so ein Bild von einem Schlag, den ich da meinte, wo also der Stechapfel dann auch in der Lage ist, mit dem Mais hochzuwachsen und sich auszubreiten und Früchte zu bilden. Er ist giftig, deshalb konnte er hier nicht in die Tierfütterung gehen. Verbreiteter ist der Windenknötrich. Er ist teilweise schon resistent gegenüber Terbutylazin. Deshalb wird im normalen Maisanbau oft Peak oder andere Blattherbizide im Nachauflauf dagegen eingesetzt. Wir haben einen Betrieb, der seit Jahren die mechanische Unkrautbekämpfung macht. Und das Hauptproblem, was er hat, das ist hier dieser Windenknötrich, weil er frühzeitig aufläuft, weil er sehr schnell ist, weil er schnell nach unten wurzelt und dann auch mit Striegeln und Hacken nicht mehr besonders gut zu erfassen ist. Also das, denke ich, ist auch ein Unkraut, was uns in dem Mischanbau da Probleme machen kann. Und die Hirsen sind eben schon angesprochen worden. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von der fuchsroten Borstenhirse. Die ist in den letzten Jahren stärker aufgetreten, meistens noch am Rand. In Süddeutschland findet man sie gehäuft. In Österreich ist sie, fast die Haupthirse. Sie liebt warmes Wetter, ist aber schwieriger zu bekämpfen als unsere bekannten Borstenhirsen. Und wir haben im Bereich des Dümmers, also Stemmbeete, Stemmbeeter Berg, wo auch Mais auf Moorstandorten angebaut wird, seit einigen Jahren auch Flächen mit Resistenz. Das ist hier festgestellt worden in Topftesten von Herrn Dr. Petersen. Wir haben also links die Kontrolle, dann ist das behandelt worden mit Motivel, Kato
Meister Power, das sind alles ALS-Hämmer, die keine Wirkung mehr haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann, dass Laudis als Trikiton noch gewirkt hat und Focus Ultra. Die Zulassungssituation ist ja recht übersichtlich. Ich habe das hier mal aufgeführt. Die Kulturen Mais, Stangenbohnen, Ackerbohnen, Soja und Erbsen. Wir haben im Prinzip nur Spektrum, Staub Aqua und Spektrum Plus. Und bei den Stangenbohnen ist das Fertigprodukt aus diesen beiden hier, das Spektrum Plus, nicht zugelassen. Deshalb haben wir hier die Einzelkomponenten, die wir da einsetzen können. Und dann haben wir auch in allen Kulturen zugelassen das Focus Ultra. Beim Mais ist es dann begrenzt auf die sogenannten Duo-Sorten. Das Wirkungsspektrum habe ich hier auch mal mit aufgeführt. Und da sehen Sie, also ein voller Kreis ist eine sehr gute Wirkung und ein halber Kreis, da kann es gut funktionieren, wenn die Feuchtigkeit da ist. Es kann aber auch gar nicht funktionieren, wenn es trocken ist. Deshalb sind wir auf Standorten mit starkem Unkrautdruck bei Trockenheit sicherlich in der Verlegenheit, dass wir im Nachauflauf was machen müssten, dann aber kein Mittel haben, was wir gegen Unkraut im Nachauflauf spritzen können. Dieses Focus Ultra wirkt ja dann nur gegen die Hirsen oder andere Gräser. Und ich habe hier nochmal das Verhältnis ausgerechnet, wenn man jetzt diese Eigenmischung macht aus Spektrum plus Stomp, dann entsprechen 4 Liter Spektrum plus diese Fertigformulierung einer Kombination aus 1,2 Liter Spektrum plus 2,2 Liter Stomp Aqua, sodass wir am Ende von den Kosten her mit 56 Euro vergleichbar sind mit der Mischung oder mit der Fertigformulierung. Wir haben in diesem Jahr einen Fall gehabt, wo ein konventioneller Betrieb 50.000 Euro Schaden zahlen musste an einen Biobetrieb, weil er ein pendimethalinhaltiges Produkt nicht mit den richtigen Düsen ausgebracht hat. Wir haben beim Pendimethalin die Problematik, dass selbst wenn es auf der Fläche angekommen ist, der Landwirt also alles richtig gemacht hat, Windgeschwindigkeiten und so weiter beobachtet hat, es sein kann, weil das Pendimethalin einen sehr hohen Dampfdruck hat, dass es aus der Fläche wieder rausgeht bei höheren Temperaturen und dann verdriftet. Das heißt, der Landwirt kann aus meiner Sicht das gar nicht großartig beeinflussen. Umso wichtiger ist es, dass die Auflagen, wenn man denn diese Produkte einsetzt, dann auch eingehalten werden, weil ja mittlerweile alles über Handys aufgezeichnet werden kann. Ich habe das hier nochmal schematisch dann aufgezeigt, was möglich ist. Spektrum mit ungefähr 1 Liter. Ich habe eben von der Teklanierhoff gelernt, dass es da auch Unterschiede gibt in der Empfindlichkeit der Stangenbohnensorten gegenüber Spektrum, dass also hier unter Umständen auch geringere Aufwandmengen sinnvoll sind. Sie sprach davon 0,56 Liter pro Hektar mit 2,5 bis 3 Liter Stomp Aqua, beziehungsweise in den Ackerbohnen, Soja und Erbsen wäre es dann das Spektrum Plus und das ist jeweils im Vorauflauf einzusetzen. Dann haben wir im Nachauflauf, wie das auch schon angesprochen worden ist, zum Beispiel gegen diese Fingerhirsen, die ja auf leichten Standorten häufiger sind, auf, ich sag mal, schlechteren Standorten häufiger sind und die man an sich gut weghacken kann. Aber wenn hier das Wetter feucht ist und eine Hacke nicht funktioniert, dann hätte man die Möglichkeit, hier ein Focus Ultra einzusetzen. Gegen Hirsen allgemein wirkt Focus Ultra sehr gut. Zulassung ist auch vergleichsweise lang. Auf der Folie von Herrn Andresen hatte ich eben EC16 gesehen. Nach meinem Kenntnisstand kann man Focus Ultra bis EC18 einsetzen, was hier ein Vorteil ist. Selbst wenn der Mais sie schon einigermaßen abdeckt und man denkt, da kommt nicht mehr genug auf den Pflanzen an, funktioniert das in der Praxis immer noch sehr gut.
Ja, das hat Herr Andreessen auch schon gesagt. Also es wird, glaube ich, schwierig, diese Produkte zu bekommen. Dann möchte ich Ihnen ein paar Versuchsergebnisse vorstellen, die die Verträglichkeit untersucht haben. Da ging es halt darum, wie verträglich ist denn das Focus Ultra? Und wir haben praktisch zwei Systeme verglichen. Einmal eine aktuelle Sorte, die laut Herrn Ehrhardt ertraglich 5 bis 10% besser abschneiden als die etwas ältere Sorte Geox Duo. Und die wird ja häufig oder in den normalen Systemen ist Meister Power ein wichtiges Produkt. Das haben wir eingesetzt mit voller Aufwandmenge zu EC15 bis 16 vom Mais. Und die Unkräuter wurden vorher in einer reduzierten Vorlage mit Bodenherbizid ausgeschaltet. Das waren auch Standorte mit wenig Unkraut, sodass das Unkraut hier keine Rolle spielt, sondern nur die Verträglichkeit der nachher eingesetzten Maisherbizide. Das ist ein Versuch aus 2019 gewesen, Standort Neu-Luisendorf. Das ist am Niederrhein, 40er Sandboden mit einigermaßen Wasserversorgung. Dargestellt ist hier der Körnerertrag mit 86% Trockensubstanz verrechnet. Und Sie sehen, dass der Benedictio KWS hier mit 124% deutlich besser aussieht als der Geox Duo. Wenn wir das Meister Power drüber gespritzt haben, hat sich das hier nicht verändert. Beim Geox Duo auch nicht. Und beim Focus Ultra Plus Dash ist es innerhalb der statistischen Schwankung auch gleich geblieben. Wir haben also hier einen Ertragsnachteil. Ich kann es im Moment gar nicht sehen, weil ich hier dann noch ein anderes Bild davor habe von 7,5%. In 2020 haben wir zwei Standorte auswerten können. Das System war das gleiche. Wir haben also den Benedictio gehabt und den Geox Duo. Und der Ertragsunterschied war in dem Jahr zwischen den Sorten nicht so hoch. Wir haben also hier relativ 106 geerntet. Beim Geox Duo 101 in Meerfeld. In Neu-Luisendorf lagen die auf einem Niveau. Wir hatten aber deutliche Ertragseinbußen durch den Einsatz von Meister Power. Hier von 9% und da von 3%. Und hier auch beim Geox Duo, den wir mit Meister Power behandelt haben, konnte man das auch optisch sehen, dass der rot geworden ist, verzögertes Jugendwachstum hatte. Auch hier haben wir jeweils 5% Minderertrag gehabt. Das Focus Ultra war ertragsneutral. Im letzten Jahr hatten wir auch zwei Standorte. In Meerfeld war aber die Schwankungsbreite zwischen den Erträgen sehr, sehr hoch, dass ich den Standort hier nicht zeige. Der Vergleich der Sorten war wie im Vorjahr auf einem Niveau. Also wir liegen hier beim Körner Maisertrag von 123 Doppelzentner zu 122 beim Geox Duo. Das Meister Power hat wiederum zu einem Minderertrag hier von 16% geführt. Beim Geox Duo in ähnlicher Weise. Und das Focus Ultra fällt hier leicht ab, ist aber auch innerhalb der statistischen Schwankung, sodass wir hier, sage ich mal, einen ertragsneutralen Einsatz gehabt haben. In diesem Jahr haben wir dann einen Vorteil gehabt in diesem System Geox Duo mit Meister Power, mit Focus Ultra im Vergleich zu konventioneller Sorte mit Meister Power. Soweit so gut. Also wir können im Nachauflauf, wenn wir eine Duo-Sorte bekommen, im letzten Jahr war das oft nicht möglich, die waren sehr schnell ausverkauft, können wir Ungräser, Hirsen, aber auch Ackerfuchsschwanz sehr gut und kulturverträglich
mit dem Focus Ultra bekämpfen und liegen durch diese bessere Verträglichkeit gegenüber zum Beispiel einem Meister Power auch ertraglich. Ich sage mal, vielleicht dann in der Kombination noch 1,5 bis 2% unter den aktuell besten Sorten. Jetzt haben Sie eben schon gesehen, dass Meister Power, und das ist nicht das einzige Herbizid, Schäden machen kann und die treten vorzugsweise auf den leichteren Standorten auf. Und da gehen wir oft so ein bisschen lapidar drüber weg und sagen, das wächst sich wieder aus. Und von der Größe her tut es das auch meistens. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir unter Stresssituationen, in Stressjahren schnell 5% Ertrag verschenken. Und da ist es auf diesen leichten Standorten oft sinnvoll, mechanische Unkrautbekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Jetzt hat aber die mechanische Unkrautbekämpfung eine ganze Reihe an Nachteilen. Speziell auf den leichten Standorten haben wir es oft mit Winderosion zu tun. Durch Striegeln wird diese Winderosionsgefahr extrem verstärkt. Wenn wir hängige Standorte haben, Sie sehen hier auf der rechten Seite mal so ein Beispiel, da habe ich Streifen in einem wenig hängigen, etwas lehmigen, anlehmigen Standort gehackt. Dieser Mais wurde in Mulchsaat gesät. Es hat nicht direkt danach geregnet, sondern gut 7 Tage später. Und es hat auch keine 120 mm geregnet, sondern nur 30. Trotzdem ist auf der Bahn, wo hier gehackt wurde, im Vergleich zur nicht gehackten Variante die Erde runtergelaufen. Also das ist für mich ein Ausschlusskriterium, dass man auf erosionsgefährdeten Standorten es keinem empfehlen kann zu hacken. Und letztendlich wird mit dieser mechanischen Unkrautbekämpfung auch das Aufwachsen von Niederwild- und Bodenbrütern, ich sag mal, extrem erschwert. Das sind alles Nachteile, die auch nicht so einfach oder nicht so einfach zu lösen sind. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Vorteile. Wir haben in den letzten Jahren mit verschiedenen Praktikern da ein bisschen üben dürfen. Hier auf Leichenstandort wird schon seit Jahren die Gülle spät in den Mais gefahren und dann, ohne dass wir jetzt uns darum gekümmert hätten, ist der Landwirt der Überzeugung, dass es was bringt, diese Gülle einzuhacken. Er hat eine alte Hacke, eine tolle Technik. Und auf diesem Standort haben wir im frühen Nachauflauf eine halbe Herbizidmenge vorgelegt, haben also die Masse der Unkräuter und Ungräser rausgenommen und mit der Hacke konnte dann die Gülle eingearbeitet und das verbleibende Unkraut sehr gut bekämpft werden. Und am Ende hatten wir hier einen Mehrertrag von 5% gegenüber nicht gehackt. So sieht das dann aus. In trockenen Jahren ist es sehr schwierig, Fingerhirsen vernünftig zu bekämpfen. Die Hacke kann das im Gegensatz dazu sehr gut. Wenn denn die Bedingungen stimmen, das sieht man immer wieder, der Lohnunternehmer, der das hier gemacht hat, hat sehr geschimpft, weil nämlich die Aggregate der Sämaschine nicht komplett auf 75 Zentimeter eingestellt waren. Da gibt es dann mal welche mit Abstand von 70 und auf der anderen Seite von 80 Zentimeter. Und da macht das Hacken dann keinen Spaß. Und in diesen trockenen Jahren, hatte ich gesagt, haben wir eher Schäden durch Herbizide. Ein Kollege von mir hat hier einen Versuch angelegt, hat also eine Teilfläche mit Meister Power plus Aspekt behandeln lassen. Der Mais hat da stark drunter gelitten aufgrund der Trockenheit. Die Variante, die nur mechanisch behandelt wurde, sieht da deutlich besser aus. Das hat am Ende dann noch zu einem Ertragsvorteil von 7% für diese mechanisch behandelte Variante geführt. Wichtig ist, dass dann zum zweiten oder dritten Termin, also letztendlich zum letzten Termin, der Mais dann auch angehäufelt wird. Dann müssen die Bohnen auch schnell genug gewachsen sein, aber das habe ich ja eben gehört, dass sie das auch tun.
dass man die dann nicht mit verschüttet. Aber dieses Anhäufeln ist sehr wichtig, damit eine nachhaltige Unkrautbekämpfung in der Reihe stattfinden kann. Wir haben am Freitag ein Seminar gehabt mit verschiedenen Landwirten, die seit Jahren mechanische Unkrautbekämpfung betreiben. Und dann merkt man, oder man weiß es ja zum Teil schon, aber es wird dann nochmal sehr deutlich, dass letztendlich das Durchfahren in der Kultur das Einfachste ist, das Schwierigste ist die Vorbereitung, die Maßnahmen, die man vorher machen muss. Und da legen dann die Praktiker sehr viel Wert, neben dem Saattermin, das ist ja eben auch schon angesprochen worden, nicht zu früh sehen, damit der Mais dann auch wirklich schnell wächst. Legen sie sehr viel Wert auf die genaue Tiefenablage des Maises. Da wird dann darauf geachtet, dass die Maiskörner nicht verrollen mit einer extra Lippe, die die Körner hinten aufhält, mit einer extra Andruckrolle, mit langsamer Fahrt, dass also das Korn sehr gut in den Boden reingedrückt wird, dass es fest sitzt und dass man dann die Möglichkeit hat, bei ausreichender Tiefenablage hier blind zu striegeln. Das geht auf diesen etwas besseren Böden dann auch ohne größere Winderosionsgefahr. Eine relativ einfache Möglichkeit, die früher auch häufiger eingesetzt wurde, verwandt wurde, das ist das Walzen, entweder vor der Maissaat oder wenn der Boden schon einigermaßen abgesetzt ist und der Maisleger keine zu tiefen Spuren macht, dass also der Mais dann hier in so einer Kuhle liegt. Wenn er also nicht zu tief abgelegt wird, dann kann man auch nach dem Legen walzen. Und Sie sehen hier mal den Unterschied zwischen ungewalzt auf der linken Seite und rechts hier gewalzt, dass der Auflauf vom Unkraut sehr viel besser wird, was dann sowohl für die mechanische als auch für die chemische Unkrautbekämpfung enorme Vorteile bringt. Häufig ist es aber so, dass man diese Berchentalwannen hat und dann läuft das Unkraut ungleichmäßig auf. Weder das Herbizid noch die mechanischen Geräte können hier gut arbeiten und letztendlich, wenn es zur Ernte um die Zerstörung der Maisstoppel geht, dann ist also hier der Mais schon mal mit 5-6 cm geschützt, wo also die Schlägel dann gar nicht angreifen, wenn man sie dann nicht durch die Erde führen will. Soweit zur Unkrautbekämpfung. Also man hat im Prinzip diese eingeschränkten Möglichkeiten nur im Vorauflauf. Man hat gute Möglichkeiten, wenn man denn die Duosorten bekommt, im Nachauflauf noch nachzuregulieren. Es ist aber ein guter Grund, sag ich mal, wenn man sich jetzt hier für diesen Mischanbau entscheidet, sich darum zu kümmern, Gerätschaften zur Verfügung zu haben, um im Notfall Unkräuter dann auch mechanisch bekämpfen zu können. Und wenn die Vorarbeiten stimmen, dann sind auch die Voraussetzungen dafür ganz gut. Und bei den Ungräsern habe ich gesagt, da kann man mit den Duosorten hier immer noch spät eingreifen, aber auch hier macht es ja sehr viel Sinn, auch aufgrund dieser Resistenzproblematik. Wir setzen jetzt im Moment auf diese Duosorten, auch bei Acker-Fuchsschwanz-Problemen. Und dann hilft uns das mal so, ich sag mal, 2-3 Jahre weiter. Aber eine endgültige Lösung oder eine nachhaltige Lösung ist das dann auch nicht. Also wir müssen uns, denke ich, grundsätzlich in der Unkrautbekämpfung was Neues einfallen lassen, weil die Biobetriebe machen es ja schon ewig. Aber eine Kombination aus beiden, Vorlage mit Herbizid und Nachlage mit mechanischer Unkrautbekämpfung, hilft vielen. Bei dieser Kombination haben wir dann nicht das Problem der Winderosion und die Bodenbrüter haben zumindest die Chance, bis zur späten Hacke da auch mit der Brut durch zu sein. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.